Moin und hallo und willkommen zurück zu Scheines. Ja, ich weiß Bescheid. Ich habe hier gerade mit Sonja geredet. Irgendwas ist hier mit Clay gerade los. Die prügeln hier auf ihn ein oder keine Ahnung, sind sauer oder ich weiß es nicht. Irgendwas ist hier gerade im Busch. Es kommt nicht in Frage. Was kommt nicht in Frage? Ich stehe doch hier gerade nur. Ihr standet da gerade rum und macht irgendwas und ja. Hilfe. Wir haben dein dummes Gerede langsam satt. Ja, aber jetzt hast du ja offensichtlich genug davon herumzuerzählen. Du wärst der Sohn des Lords von Lautan. Ich bin der Sohn des großen Ado. Halte den Mund, Abschaum. Umf. Du hast da aber eine schöne Kette umhängen. Warum gibst du sie mir nicht einfach? Du brauchst sie doch eh nicht, oder? Nein, nicht mal Medaillon. Es ist alles, was ich habe. Verschwinde oder ich werde. Oh. Oh, Vrin ist da. Das kann ja wieder. Das geht's los. Oder du bist was? Da ist Dextrose Energien. Oder ich werde dafür sorgen, dass ihr verschwindet. Verstanden? Wirklich? Omi ist wohl mächtig böse. Jetzt kriegt Sinestros voll auf die Mütze. Ach, wie süß. Hahaha. Halt die Klappe und schert euch davon. Ihr seid geliefert. Ich schlage vor, ihr verschwindet. Es ist zwar 4 gegen 6, aber wir haben eine alte Frau auf unserer Seite, die man nicht unterschätzen sollte. Das hätte ich nicht sagen sollen. Hätte ich nicht sagen sollen. Jetzt einfach sagen sollen, wir haben eine Frau auf unserer Seite. Ach, wirklich? Halt die alte Oma. Hat die alte Oma etwa Lust auf eine Keilerei? Oh. Das sind alles die Leute, glaube ich, die auf Oltares Seite stehen. Wenn ich das richtig sehe hier. Brin ist jetzt gleich total ruhig. Dich Rinn, nicht explodieren. Hey, die alte Dame ist ganz steif. Nicht, weil sie tot ist, sondern weil sie Angst hat. Jetzt kriegt er gleich den Spaten voll in die Klatsche. Los, Leute, zuerst kümmern wir uns um sie und danach um Clyde. Hau ab! Was gibt's hier aber? Ich glaube, ich spinne hier. Du bist nicht schlecht, aber nicht gut genug. Das war Nummer 1. Komm her, du mein Freund. Was machst denn du da? Hör doch auf damit. Komm her hier. Im Busch kämpfen ist unfair. Das ist echt unfair. Ich sehe nämlich nichts. Komm da mal raus. So, das war Jos. Jetzt kommt. Oh Mann. Kannst du mal normal kämpfen, so von Angesicht zu Angesicht? So, adorianischer Stoff, gelbe Frucht und adorianischer Tapat, okay. Uff, hab Dank, meine mir treu ergebenen Untertanen. Was? Ihr wart eurem Herrn und Meister eine große Hilfe? Das bin übrigens ich. Shi sei Dank, dass ihr eingeschritten seid. Ein paar Minuten mehr und ich hätte mir selbst die Hände schmutzig machen müssen. Oh je. Jetzt mal runter von deinem hohen Ross. Jetzt mal runter von deinem hohen Ross oder Erben von Lautan? Komm, lass ihn einfach quatschen hier. Komm, Erben von Lautan. Bist du wirklich einer der Erben des Lords von Lautan? Natürlich, ich bin der Sohn des großen Lords Altanataros. Altonataros. Mann, ich hab's auch noch. Diesen Namen, Mensch. Ich spüre, dass er von Shi umgeben ist und zwar in einer sehr hohen Konzentration. Ja klar, und ich bin der König der Schweinehörnchen. Was ist mit deinen Brüdern? Kennst du sie? Meine Brüder? Nein, überhaupt nicht. Ich bin möglicherweise der einzige Erbe. Wir kommen ja wirklich sehr gut voran. Ich weiß, wie ihr mehr über seine Brüder erfahren könnt. Nicht weit von hier im Nordwesten befindet sich ein geheimnisvoller Wald, in dem Puisley. Aber nein, nicht schon wieder. Dieser Wald verfolgt mich. Ich war doch schon da, Mann. Zweimal. Diese Vögel besitzen die Fähigkeit, mit den Ahnen ihres Gegenübers zu kommunizieren. Okay, das ist cool. Je älter die Puis sind, desto weiter zurück in die Vergangenheit reicht ihre Fähigkeit. Sie können dann mit Vorfahren kommunizieren, die bereits vor langer Zeit gelebt haben. Warum hast du mir das nicht vorher gesagt, Friend? Und wenn wir nur mit Clykes Vater sprechen, was hat dich hierher verschlagen? Kannst du mit Puis sprechen? Was hat dich hierher verschlagen? Was hat dich hier in die Gegend geführt? Solltest du nicht den alten Friedhof bewachen? Nach dem, was passiert war, als wir uns das letzte Mal gesehen hatten, musste ich nach Antworten suchen. Ich will wissen, wer meinen Mann benutzt hat, um dafür zu sorgen, dass sich dunkle Ski in Meones ausbreiten kann. Und jede Spur, die ich habe, führt nach Laotan Pikilanku.
Aber ich komme nicht in die Stadt. Eine magische Barriere aus Raumski hindert mich daran. Da habe ich mich umgehört und dann von Clyde erfahren. Ja, ich bin weit und breit bekannt. Bitte sei wenigstens für einen Moment still. Kannst du mit Puis sprechen? Ehrlich gesagt sind meine Puis-Sprachkenntnisse etwas eingerostet. Kannst du vielleicht mit ihnen sprechen? Der Legende nach gibt es einen sehr, sehr alten Pui, der maheranischen Sprache mächtig sein soll. Und wo finde ich den sehr, sehr alten? Wahrscheinlich der Große, ne? Verabschiedung. Es war schön, dich wiederzusehen. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Ihr findet mich am Eingang von Pikilanko. Gebt mir Bescheid, falls ihr einen anderen Weg hineinfindet. Viel Erfolg. Ach ja, Vrin. So, jetzt ist hier wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt, mein Freund. Und du? Du hast das Amulett, das wir da reinstecken müssen. Jetzt muss ich echt... Weltraumbrüder, das ist, Wir müssen den großen Pui im Herzen des Waldes der Pui reden, mit dem reden. Er wird uns dabei helfen, die Identität von Clykes Brüdern zu erfahren. Oh je. Also die mich angegriffen haben, waren alle von Oltaris. Das ist schon mal klar. Und das spricht schon mal dagegen, finde ich. Weil, wenn die einfach so losprügeln, ist nicht cool, Leute. Das ist nicht cool. Erstmal speichern. Wobei, ich prügel auch immer los. Das ist eigentlich keine gute Idee. Normalerweise sollte man erst reden und wenn es einen nervt, sollte man einfach gehen. Einfach ignorieren. So, und ich ignoriere jetzt auch mal gerade alle hier und, ja. Tja, ich bin mir nicht sicher. Valeris oder Oltaris? Jetzt erstmal wieder zurücklaufen. Oh, hier bin ich fast runtergelaufen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe nicht genug Informationen. Windtame habe ich kurz kennengelernt. Die war ja im Konferenzraum, glaube ich. Wo ich in der fliegenden Stadt war. Da ist wieder ein Kriegsschiff unterwegs. Aber ja, weiß ich nicht. Ich habe mit ihr nicht genug gesprochen. Sie hat ja noch eine Aufgabe für mich. Ich laufe jetzt mal an den Dudes vorbei jetzt. Ich habe keine Lust zu kämpfen gerade. Der alte Puis. Ich gehe mal davon aus, dass wird dieser Baumpuis sein, ne? Oder? Der kann mir doch bestimmt was erzählen. Ich habe die Tür ja schon aufgemacht, von daher sollte das kein Problem sein. Hallo. Die sind immer noch nicht abgehauen, die Dudes. So. Gut, dass ich das schon geöffnet habe, wa? So, war schon ein bisschen... Oh. Hey, ich kenne euch. Och nee, bitte nicht schon wieder... Ihr seid die Mistkerl, die mir mein Geschäft mit den Puis ruiniert haben. Kommst du schon wieder um die Ecke? Ihr hättet besser zweimal darüber nachdenken sollen, bevor ihr euch mit einem mächtigen Geschäftsmann wie mir angelegt habt. Jetzt muss ich echt schon wieder mit dir rumprügeln? Angriff. Ach, komm schon. Geh nach Hause, Junge. Und tschüss. Nächster Kämpfer. Jetzt geht das aber ab hier. Habt ihr euch wieder zusammengerappelt und seid jetzt wieder hier, oder was? Komm schon. Nächster. Na komm schon. Au, Feuer ist unfair. Komm schon, muss ich gleich Stein anwenden, um dir hier auf den Witz zu hauen? Bulk ist auch was. Ich weiß zwar nicht, wo du jetzt herkommst, aber genau. Manno, ich glaub's ja nicht. Ey, jetzt denkst du an, sie ist böses, kriegst du schon auf die Mütze. Erstmal speichern hier. So, das hat Shadow hingekriegt, das ist gut. Ich hoffe mal, es war Speicherplatz 10. Ich bin mir nicht sicher. So, ich glaube, du bist das, mein Freund. Du bist der... Ach, da bist du ja. Hallo. Ihr habt den großen Pui gefunden. Wunderbar. Welch getreue Untertan ihr doch seid. Oh Mann. Sobald ich die Macht innehabe, werde ich euch belohnen. Ihr habt mein blaublütiges Ehrenwort. Das klingt sehr zuversichtlich, mein Freund. Ich habe schon den Knoten in der Zunge, das gibt's doch gar nicht. Seid gegrüßt, Altonataros. Du bist der große Pui.
Wie geht es euch körperlich, geistig und seelisch, Pui? Ah, der große Vogel hat gesprochen. Du hast doch auch eine Klatsche, mein Freund, ey. Nun ja, deswegen sind wir schließlich hier, oder? Aber mein Name ist nicht Altanataros. Ich glaube, der große Pui ist nicht ganz auf dem neuesten Stand. Puis können uns nicht direkt sehen. Sie nehmen uns eher energetisch wahr. Und somit auch unsere verwandtschaftlichen Bande. Der große Pui erkennt in dir wahrscheinlich deinen Vater. Spiel das Spielchen mit und sprich mit ihm so, als seist du Altanataros. Altonataros. Hm, na gut, ich werde es versuchen. Seid gegrüßt, altehrwürdiger großer Pui. Ihr habt den mächtigen Lord von Laotan vor euch. Ich bin Altonataros. Übertreib's nicht. Mein Geist ist stets wach, Pui. Wie ist das Befinden eurer Sprösslinge? Ich hoffe, sie erfreuen sich bester Gesundheit, Pui. Ja, ja, hab Dank. Ich bin hoch erfreut, erneut mit euch sprechen zu sprechen, altehrwürdiger Pui. Wir spüren hier eine Hochkonzentration von Zeitschi. Der große Pui ist äußerst beeindruckend. Wir können mit Kleins Vorfahren sprechen, jetzt oder nie. Aber das ist mein Vater. Vater, ich bin es. Seid gegrüßt, Mann, du siehst nicht gut aus. Für gewöhnlich unterhalte ich mich nicht gerne mit Fremden, aber ich erkläre mich bereit, mit euch zu sprechen. Wer seid ihr? Seid ihr der Lord von Laotan? Selbstverständlich. Ich bin der große Lord Altonataros. Generalissimus von König Meos. Herrscher über die Stadt Laotan Pikilanku, die größte Festung von Meones. Dann kürzer ging es aber nicht, ne? Eure Kinder? Könnt ihr uns etwas über eure Kinder erzählen? Meine Frau Ferini hat mir 3 wunderschöne Kinder geschenkt. Kleik ist etwas exzentrisch, aber seine 2 Brüder Rewald und Helran sind auch auf ihre Art sehr eigen. Ich erinnere mich noch an den Tag, als ich jedem von ihnen ein Medaillon geschenkt habe. Das Medaillon der Erde, das Medaillon der Luft und das Medaillon des Wassers. Tagelang haben sie sich gezankt, welches Medaillon denn das schönste sei. Ein Ahne väterlicherseits erkennt euch als verwandte Seele, Pui. Bitte haltet meinen Großvater daraus, großer Pui. Ich habe keinerlei Erinnerung an die Zeit mit meinem Vater. Aber ich bin im Besitz des Medaillons, von dem er gesprochen hat. Hier. Ihr habt mir sehr geholfen und ich schulde euch nicht weniger als das. Das Wichtigste für mich ist nun, meine Brüder zu finden. Dieses Medaillon erzeugt eine mächtige Schwingung, Erdschi. Wenn wir auch noch die anderen beiden Medaillons hätten, könnten wir die Barriere von Laotan überwinden. Mein Vater hat gesagt, dass meine Brüder Rewald und Helran heißen. Ich kenne einen Bauern, der südlich von hier lebt und Rewald heißt. Ach was. Er ist nun ja ein bisschen großschlächtig. Aber das muss ja nichts heißen. So sind sie halt, die Menschen vom Lande. Treffen wir uns dort. Lebe wohl, Vater. Die Ausdrucksweise der heutigen Zeit ist höchst erquickend. Gerne stehe ich euch auch in Zukunft für derartige Angelegenheiten zur Verfügung, Pui. Kannst du die Vergangenheit sehen? Kannst du meine Ahnen sehen? Du redest irgendwie lustig. Soll ich ihn mal fragen? Kannst du meine Ahnen sehen? Kann ich mit meinen Eltern reden? Wir, die Puis des Waldes, können all jene wahrnehmen, die sich an eure Seelen heften. Wir konnten euch zeigen, was ihr bisher nicht zu sehen vermochtet. Wir sehen Erinnerungen, die von den Eltern zu Kinder weitergereicht werden, über Generationen, Pui. Wie kannst du die Vergangenheit sehen? Wie schaffst du es, die Vergangenheit zu sehen? Lass mich dazu einen Vergleich heranziehen. Mann, du bist echt ein Riesenpui. Du musst da echt schon lange stehen, wenn da ein Baum nicht umgewachsen ist. Wie schafft ihr es, das Gegenwärtige zu sehen? Was euch gewöhnlich erscheint, erscheint mir ungewöhnlich. Und so ist es auch andersherum, Pui. Mit Hilfe von Zeitschi können die Puis wahre Wunder wirken. Für Normalsterbliche ist das alles jedoch nur schwer zu begreifen. Du sagst was, Kayen. Mann, da sagst du was. Der große Pui. Du redest irgendwie lustig. Warum sprichst du so merkwürdig?
Für einen Geist aus uralten Zeiten wirkt eure Sprache gewissermaßen missgestaltet, Pui. Okay, das habe ich nicht anders verdient. Mach's gut. Danke für dieses unglaubliche Gespräch, großer Pui. Es stimmt mich frohgemut, dass mir die Ehre zuteil wurde, solche Worte gesprochen haben zu dürfen. Nicht nur habe ich mit euren Ahnen gesprochen, sondern auch zu eurer Seele, Pui. Kann ich mit dir nochmal reden? Eure Gesellschaft erfüllt mich mit Wonne. Eure Vergangenheit ist äußerst interessant, Pui. Ich muss gehen. Es stimmt mich frohgemut, okay. Ist das, wenn ich mit dir rede, rede ich mit dem... Okay. Das ist echt ein Riesen-Pui, Mann. Krass. Okay. Ich mache mich dann auf den Weg zu Rewald. Auf der Farm in der nächsten Episode. Das ist schon mal Bruder Nummer 2, den wir eigentlich zuerst getroffen haben sogar. Das ist echt ein Schlüsseljagd jetzt hier, muss ich sagen. Mann. Ja, es macht Spaß. Und der große Pui ist echt cool. Er erinnert mich ein bisschen an Totoro, muss ich zugeben. Aber naja. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Also macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.